Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map in der Version 1.9 ohne Gräben. Ja, wir sind dabei, hier gerade mal ein bisschen Kies noch wegzubringen, während die letzten drei Felder angesät werden. Vielleicht bekomme ich eine Meldung, dass Dünger aufgefüllt werden muss bei dem einen. Ja, gut, kann ich mitleben. Dünger ist da, können wir auffüllen. Steht direkt am Feldesrand. Ist überhaupt kein Problem. Und der andere sollte eigentlich noch fertig werden mit dem bisschen Dünger, den er noch hat. Unser Radlader, der eigentlich Silage verkaufen soll, der hat gerade durchdrehende Reifen, wie wir da unten sehen. Kümmern wir uns auch gleich drum. Wir fahren jetzt erstmal hier Richtung Kies. Also Baustelle, um hier Kies loszuwerden. So, dann lass das mal da reinlaufen. Und dann verdienen wir hier noch ein bisschen Geld, indem wir hier Geldkassetten produzieren, sozusagen. So, schön. Füllen wir natürlich nicht nur Dünger auf, sondern auch gleich Saatgut. Machen wir gleich beides, wir haben ja beide Überladewagen hier stehen. So. Einmal Dünger auffüllen. Warum passt eigentlich mehr Dünger als Saatgut rein? Weil wenn ich von oben gucke, sieht es genau anders aus. Das haben wir letztens auch im Multiplayer-Stream festgestellt. Da habe ich gesagt, ich werde die mal umschreiben. Ich meine, 8000 Liter insgesamt, das Fassungsvermögen, also Fassungsvolumen, das stimmt ja. Das hat die ja wirklich, die Condor. Aber warum ist das Saatgutfach größer, aber es passt weniger rein? Verstehe ich nicht. Vielleicht könnt ihr mich aufklären, wenn ihr Ahnung davon habt. Kennt ihr euch aus? So. Oh Mann, ey. Das macht auch keinen Spaß, wenn du so einen Mist baust. Naja, der ist auch blöd aufgeschüttet, muss ich ja zugeben. Muss ich ja zugeben. Naja, er macht das schon. Er schleicht. War bestimmt mal U-Boot-Kapitän, der Fahrer ist auf Schleichfahrt jetzt. Oder so. Ja, brauchst du aber gar nicht. Du bist ja schon fast voll. Oh. 9.985. Sonst passen wir nur 9.984 rein. Ja, wir gucken mal. Er soll auf jeden Fall hier schön mal mein Zeugs verkaufen. Jo. Thank you.
Tja. Achso, ich wollte weiterkommen. Der hier müsste eigentlich angekommen sein. Jo, ist er. Abfahrer einlassen. Oh Mann, ey. Immer an der gleichen Stelle. Kann also nicht an mir liegen. Harre, harre. Keine Ahnung, wie viel Kies da noch drin ist. Ich weiß nur, dass ich jetzt da erstmal eben nach vorne die Produktion versorge. Ich möchte so wenig Kies wie möglich natürlich irgendwie verschenken, auf Deutsch gesagt. Was ist denn da drin noch? Ist ja gar nicht. 153.000 immer noch. Immer noch fast zwei Ladungen. Plus die hier. Ja, 243.000 Kies habe ich hier insgesamt. So. Also 22.500 müssen dann gleich nochmal da rein. Plötzlich. Bevor ich dann gleich wieder was wegbringe. Mehr kommt da jetzt nicht rein. Dann habe ich da vorne nämlich gleich ungefähr Gleichstand. Das heißt, eigentlich kann dann da wieder produziert werden. Eigentlich. Ja, das ist zwar jetzt auch schon um sich um Produktionen kümmern, aber der Rest läuft ja. Da brauche ich mich ja jetzt gerade nicht drum kümmern. Und hier kann ich mal aussteigen und kann mal gucken, was denn hier vorne passiert. Was denn hier fehlt. Aber wenn was fehlt, dann kann man sich ja drum kümmern, dass es da hinkommt. Das ist ja nicht das Problem. Kies ist da, Wasser ist da, leere Paletten ist da. Alles da.
ist nicht mehr, aber gut. Heißt aber, der wird hier gleich anfangen zu produzieren. Spätestens wenn ich die Zeit einmal kurz nach oben stelle, müsste der eigentlich hier gleich angehen. Da sind sie. Und schon produziert er. Wie viel ist da jetzt noch drin? 40.000, okay. Hoffen wir, dass er sich meldet. Ja, so, das haben wir auch. Aha. So, ich sehe zwar, dass er da große Defizite hat, aber dann muss ich eben von Hand gleich nochmal eben. Das ist dann so. Das ist dann so. Los, nehme ich Gas. Könnte eigentlich mal hier gucken, was denn hier die Rinderzucht macht. Wie es darum gestellt ist. Jawohl, das eine Feld ist fertig, das müssen wir noch nacharbeiten. Feld 9. Wird doch. So, Rinderzucht. Und alles da. Kraftfutter, Silage, Stroh. Ist da? Wie viele Rinder haben wir hier? 74 schon wieder. Was? 71. Kraftfutter ist nicht mehr so viel da. Garage ist genug da. Ja gut, Kraftfutter, das kann ich ja. Bring ich da dann nachher mal rein. Ja, wir müssen hier unbedingt mal wieder Fahrzeuge vernünftig hinstellen. So, die
Saatgutproduktion läuft. Kann eigentlich noch mehr Weizen rein. Düngerproduktion läuft nicht, weil keine Gülle da ist. Okay, das macht aber jetzt nichts. Dann bleiben wir erstmal hinten dran und gucken uns das an. Toll. Leute, wie dem auch sei, wir sind schon wieder überziehen schon. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei oder auf meiner Homepage. Und ja, nicht mehr so lange, dann ist meine Ferienzeit auch vorbei sozusagen. Dann seht ihr auch Map-Version 2.0 hier. Dauert nicht mehr lange. Paar Tage noch, paar Folgen noch. Und dann sind wir durch. In diesem Sinne sage ich erstmal ciao.